Jedes einzelne Schaf liegt Hobbyschäferin Sabine Löwe am Herzen. Doch sie alle werden nun vermisst. Es hat jedes so seinen Charakter und das kriegt man ja so bald nicht wieder. Und das ist halt das Schlimme. Also es ist gar nicht mal dieses Materielle, was uns dann so geschockt hat, sondern eher auch, dass es unsere Tiere waren, die wir über die Zeit auch lieb gewonnen haben. Das Schlimme ist, das sind wirklich teilweise handaufgezogene Schafe. Es sind Schafe, die wir von klein auf als Lamm kennen. Das sind wirklich ganz bunt gemusterte Tiere dabei. Es ist jetzt nicht so eine weiße Herde, so eine anonyme, die so diese Großschäfer haben. So hörte es sich sonst an, wenn Sabine Löwe zu ihren Tieren ging. Doch jetzt ist die Wiese an der Kreisstraße 4 bei Nieste leer. Die 18 Schafe gestohlen. Das war unfassbar. Wir haben gedacht, wir sind im schlechten Traum. Also wir kamen hierher, Weide weg, Tiere weg. Das Perfide, die Diebe bauen sogar die Elektrozäune ab, nehmen fast das gesamte Gatter mit, lassen kaum etwas zurück, bis auf diese Reifenspuren. Die 57-Jährige geht von Profis aus. Ich denke mal, die wussten genau, wo sie hinfahren. Sie wussten auch genau, wo sie auf die Wiese fahren müssen. Und die kannten sich auch aus. Sie sind an den Zaun so dran gefahren, dass an eine Stelle, wo man den gut öffnen kann. Sabine Löwe und ihr Mann suchen überall nach ihren Tieren, informieren Schäfer und Bauern im Umkreis. Als sie die Polizei alarmieren, stellt sich heraus, der Diebstahl ist kein Einzelfall. Wir können derzeit nicht ausschließen, dass es sich um dieselben Täter handelt, die auch bei Wolfhagen-Ister Schafe von einer Weide gestohlen haben, 10 Tage zuvor. Uns liegen aber auch noch keine konkreten Hinweise darauf vor, dass die Taten im Zusammenhang stehen. Klar ist nur, die Tiere in Nieste verschwinden zwischen Samstag und Sonntagmorgen. 18 Schafe zu verladen muss gedauert haben. Die Polizei hofft deshalb auf wichtige Zeugenhinweise. Was die Täter mit den Schafen wollen, diese Frage stellt sich auch die Hobbyschäferin. Sie hat nun Bedenken, dass ihre Tiere in Gefahr sind. Ich hoffe ja nicht, dass sie die schlachten möchten, weil zu dieser Jahreszeit muss man immer mit rechnen, dass die Tiere gedeckt sind. Das ist eigentlich die typische Zeit, wenn der Bock dabei war und dann im Frühjahr die Lämmer geboren werden. Also da muss man immer Gefahr laufen, dass man tragende Tiere hat. Und es ist für mich die größte Sauerei, tragende Schafe zu töten. Sabine Löwe gibt die Hoffnung nicht auf, ihre Schafe wiederzusehen, damit es sich hier bald wieder so anhört.